Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu meinem Video über die Schlacht bei den Thermophylen. Grundlegende Bemerkungen zur hinter der Schlacht stehenden Strategie zur Operation des Xerxes und der Hellenen bis zu diesem Zeitpunkt und auch die eigentlichen Geschehnisse nach der Schlacht nehmen Sie bitte der Literatur, vor allen Dingen dem Bericht bei Schulz. Weitere Literaturhinweise werde ich nach dem Video unter die Videobeschreibung auf YouTube setzen. Beginnen wir daher mit einem kurzen Überblick über das Schlachtgeschehen selbst. Es beginnt mit dem Aufmarsch beider Heere entlang der Thermophylen. Leonidas mit seinen vielleicht 700 Hopliten sehen Sie auf der Skizze hier, das Lager des Xerxes hier. Der eigentliche Kampf beginnt am ersten Kampftag mit einem Angriff von barbarischen Einheiten von Medern, Kissern und der Leibgarde des Königs der Perser auf die Stellungen der Hellenen an der phokischen Mauer in der Engstelle der Thermophylen bei einer Breite der Front von etwa 15 bis 20 Metern. Die persischen Angriffsbemühungen auf die Stellungen bei den Thermophylen werden von den Griechen dank ihrer überlegenen Waffentechnik, der Hoplit mit seinem großen Schild, seinem langen Speer und der Phalanxformation abgewehrt. Xerxes kann nicht durchbrechen, bis ein Bergführer aus dem Volk der Malier ihn auf einen Bergpass hinweist, der um die griechischen Stellungen herumführt. Diesen Bergpass hatte Leonidas durch 1000 phokische Soldaten sichern lassen, die allerdings in einem Überraschungsangriff von den Einheiten der persischen Königsgarde der 10.000 aus ihren Stellungen vertrieben werden. Somit ist das griechische Heer in Gefahr, umgangen und abgeschnitten zu werden. Als Reaktion auf den persischen Umgehungsversuch zieht sich das Gros des hellenischen Heeres sofort nach Süden zurück. Leonidas bleibt mit einer Nachhut bestehend aus seinen Spartiaten, dem Kontingent der Thespier und dem Kontingent der Thebaner in der Engstelle der Thermopylen zurück. Weshalb genau Leonidas so handelt, ist in der Forschung durchaus umstritten. Wir können darauf keine schlüssige Antwort geben. Dass es höchstwahrscheinlich jedenfalls damit zu tun haben dürfte, den Rückzug des hellenischen Gros zu sichern, ist aus militärischer Sicht durchaus sinnvoll. Einige weitere Kommentatoren weisen auf spartiatische Gesetze hin. Das ist eher nicht der Fall. Aber wie gesagt, die genauen Beweggründe des Leonidas können wir nach so langer Zeit nicht mehr sicher rekonstruieren. Leonidas führt seine Einheiten am letzten Kampftag noch einmal in die Enge, überquert die phokische Mauer und greift das persische Heer frontal in den etwas breiteren Abschnitten des Thermophylenpasses an. Dabei fällt Leonidas mit seinen 300 Spartiaten und auch das Kontingent der Thespier kommt geschlossen ums Leben. Herodot verwendet hier eine unglaubliche Menge an Mühe und Details darauf, diesen letzten Kampf zu schildern, darüber, wie um die Leiche des Leonidas gekämpft wird, wo genau die jeweiligen letzten Gefechte der beiden Kontingente stattfanden, wer sich dabei herausgestellt hat, welcher Spartiate davongekommen sein könnte, warum. Am Ende bringt er sogar den berühmten Grabspruch, den Sie vermutlich alle kennen und den Schiller in etwa so übersetzt hat: Wanderer, kommst du nach Sparta, berichte dort, du habest uns liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Das alles kennen wir, es ist Hollywood-Stoff. Was Hollywood uns allerdings dann relativ häufig verschweigt, ist zum einen das Schicksal der Thespier, das heißt, der Untergang der Thespier wird in der Regel vollkommen ignoriert. Selbst die moderne Forschung konzentriert sich sehr viel mehr auf Leonidas und sein Kontingent als darauf, was die Thespier eigentlich geleistet haben sollen. Und zum anderen ignoriert Hollywood vollkommen die Tatsache, dass ein thebanisches
Kontingent ja ebenfalls noch an der Engstelle war, um als Geiseln für das Wohlverhalten dieser böotischen Großpolis zu dienen. Dieses thebanische Kontingent zeigt nun keinerlei Lust darauf, das Schicksal seiner Geiselnehmer sozusagen zu teilen, sondern kapituliert. Und zwar unter Vermittlung durch offenbar mit den Kommandanten des thebanischen Kontingents bekannte Mitglieder des thessalischen Kontingents des persischen Heeres. Somit sind die Thebaner die einzigen Griechen des Hellenenbunds, die die Katastrophe der Nachhut des Leonidas überhaupt lebendig überstehen. Es gibt, wie gesagt, eine Unmenge an Forschungsliteratur zu dieser Schlacht. Es gibt ja auch neben den Berichten des Herodot, hier finden Sie übrigens, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, immer in Klammern die jeweilige Angabe, wo bei Herodot Sie das jeweilige Geschehen nachlesen können. Wir haben auch noch Berichte von Diodor, die in einigen bestimmten Einzelheiten von dem Bericht des Herodot abweichen. Zum Beispiel sagt Diodor, dass der letzte Angriff des Leonidas dem Lager des Xerxes gegolten hätte. Und wir finden eine Unmenge an verschiedenen Kontroversen darüber, warum Leonidas überhaupt so handelt, welche Strategie die Hellenen verfolgt haben könnten und dergleichen mehr. Ich möchte mich im letzten Teil dieses Videos auf einen anderen Aspekt konzentrieren, und zwar darauf, warum Xerxes so handelt, wie er handelt. Schließlich setzt Xerxes angeblich große Mengen barbarischer Truppen ein, die, wie Herodot häufig herausstellt, schon allein aus waffentechnischen Gründen nicht in der Lage sind, die Frontlinie der griechischen Kontingente zu durchbrechen. Ich möchte daher im Weiteren untersuchen, ob Xerxes denn nicht auch waffentechnisch wesentlich besser ausgerüstete Truppen hätte einsetzen können, wie zum Beispiel die griechischen Hopliten seines Heeres. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass es eben nicht stattgefunden hat. So, Herodot und Diodor erwähnen keinerlei Einsatz griechischer Truppen auf persischer Seite. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass dieser Einsatz nicht stattgefunden hat. Die Forschung ist sich einigermaßen einig, dass die Engstelle der Thermopyl mit ihren 15 Metern Breite der ideale Ort war, um dort eine Phalanx aus Hopliten einzusetzen und sie gegen feindliche Truppen zu halten. Zudem müssen Sie bedenken, dass wir bei Herodot und auch bei Diodor eine starke Topik haben. Das heißt, diese eine Schlacht wird besonders als Kampf von Barbaren gegen Griechen stilisiert. Das ist bei anderen Schlachten der Perserkriege nicht unbedingt der Fall. Beim Marathon zum Beispiel ist es noch so. Bei anderen wie Plataiai oder Salamis, wo sich der Einsatz griechischer Kontingente auf persischer Seite nicht leugnen ließ, finden Sie diese Topik nicht in diesem Maße. Dann könnte man argumentieren, ja, Xerxes hat ja ein Riesenheer dabei. Diesem Riesenheer gehören auch, wie wir von Herodot sehr genau wissen, persische Kontingente griechischer Herkunft an, aus Ionien, von der Chalkidike, die ganzen griechischen Städte, die Xerxes bei seinem Marsch bis zu den Thermopylen erobert hatte, haben auch jeweils Kontingente an sein Heer gestellt. Also ja, es gibt diese griechischen Abteilungen, die er hätte einsetzen können in seinem Heer, aber so ein großes Heer marschiert ja nicht in einem Stück, sondern in Abteilungen, um die Logistik zu vereinfachen. Dagegen lässt sich allerdings einwenden, dass bei der Schlacht durchaus ja offenbar Thessaler anwesend sind, die die Kapitulation der Thebaner angeblich organisieren können. Es ist auch anwesend ein Berater des persischen Großkönigs, und zwar der spartiatische Exilkönig Demaratos, dessen Beiträge bei Herodot und auch bei Diodor quasi die ganze Schlacht rahmen und dafür sorgen sollen, dass Xerxes also in ein ziemlich schlechtes Licht gerückt wird, weil die Ratschläge dieses Experten offenbar jedes Mal in den Wind schlägt. Es also hätte besser wissen können,
laut diesen beiden Autoren. Dann kann man noch einwenden, dass Xerxes eventuell Unzuverlässigkeiten bei seinen griechischen Truppen fürchtete. Das heißt sozusagen, dass die Griechen in einem Überschwang der Vaterlandsliebe überlaufen und sich die Truppen des Leonidas anschließen und mit ihm gegen seine persischen Truppen kämpfen. Dagegen spricht die Tatsache, dass wenn Xerxes wirklich einen derartigen Fall der Untreue seiner griechischen Truppen befürchtet hätte, dass er sie dann vermutlich nicht mal erst mitgenommen hätte. Natürlich, die griechischen Truppen in seinem Heer dienen auch als Geiseln für das Wohlgefallen und das Wohlverhalten ihrer Städte daheim. Aber wenn man wirklich dafür fürchten muss, dass einen das eigene Heer abhaut, dann trifft man dagegen Maßregeln. Und wir finden in keiner anderen Schlacht irgendwelche Hinweise darauf, dass Xerxes seinen griechischen Truppen so weit misstraut, dass er sie gar nicht erst zum Einsatz bringt. Zumal man ja auch fragen sollte, was es denn irgendwelchen griechischen Deserteuren nützen sollte, jetzt von ihrem riesigen Heer bedroht, zu den Truppen des Leonidas überzulaufen. Außerdem vertraut Xerxes ja auch dem griechischen Bergführer, der am Schluss den Pass verrät, der in den Rücken der Thermopylen führt. Das heißt, er verlässt sich in militärischer Hinsicht durchaus darauf, was ihm die lokale Elite sozusagen weismachen kann. Und er ist auch darauf angewiesen, mit lokalen Kräften zusammenzuarbeiten, um seinen Feldzug durchführen zu können. Das heißt, Xerxes hat eigentlich keinen politischen oder militärischen Grund, seine griechischen Kräfte nicht einzusetzen. Ich fasse zusammen. Xerxes hätte griechische Hopliten einsetzen können. Er hatte genügend davon in seinem Heer versammelt. Der Einsatz wäre militärisch sinnvoll und auch möglich gewesen. Das heißt, griechische Hopliten sind sozusagen die ideale militärtechnische Möglichkeit, um griechische Hopliten zu kontern. In der Engstelle hätte Xerxes das machen können. Er hätte in Gestalt von jemandem wie dem spartiatischen Exilkönig Demoratos sogar jemanden direkt an der Hand gehabt, der wie kein zweiter höchstwahrscheinlich einen derartigen Einsatz gegen lakedämonische Truppen hätte vorbereiten und durchführen können. Die mangelnde Berichterstattung, die wir über diesen möglichen Einsatz haben, lässt sich damit erklären, dass Herodot und auch Diodor diese Schlacht als Schlacht von Barbaren gegen Griechen darstellen wollten. Und das funktioniert eben nur, wenn es auch tatsächlich eine Schlacht von Barbaren gegen Griechen ist. Wenn jetzt starke griechische Kontingente auf beiden Seiten fechten, dann geht diese ganze dramaturgische Wirkung verloren, die aus dem epischen Kampf des Leonidas nun mal zu gewinnen ist. Und Sie müssen auch bedenken, wir müssen uns einmal überlegen, auf welche Quellen sich die beiden denn stützen konnten. Wer zum Beispiel soll denn Herodot berichtet haben, wie der letzte Kampf des Leonidas ablief? Die Spartiaten und die Thespier sind alle gefallen. Die Thebaner sind allesamt in die Kriegsgefangenschaft gegangen und sind höchstwahrscheinlich dann auch nicht unbedingt die allerbesten Quellen dafür, wie feige sie denn angeblich kapituliert haben sollen. Das heißt, Herodot kann sich diese Informationen entweder nur von Mitgliedern des persischen Heeres beschafft haben, oder er hat, sagen wir mal, sehr viel Fantasie in diesen Schlachtverlauf einfließen lassen, weil er darüber einfach keine genauen Quellen hatte. Das müsste man in einer genaueren quellenkritischen Untersuchung Herodots versuchen zu klären. Aber auch wenn ich hier sehr dafür bin, sozusagen, Sie merken das, ich bin durchaus davon überzeugt, dass es griechische Hopliten auf beiden Seiten der Thermopylen gegeben haben muss. Bewiesen ist es natürlich nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen sogar Spaß gemacht. Wenn Sie sich noch weiter in das Thema der Thermopylen einarbeiten wollen, finden Sie die entsprechenden Literaturhinweise unter diesem Video. Vielen Dank und bis nächste Woche.